Am 6. Mai finden in Thüringen die Stichwahlen für die Oberbürgermeister, für die Bürgermeister und Landräte statt. Selbstverständlich kandidieren dort auch Kandidatinnen und Kandidaten der Linken. Michaele Soyka im Altenburger Land, Petra Endes im Ilmkreis, Birgit Keller im Landkreis Nordhausen, Katja Wolf in Eisenach, Frank Fiebig in Grävenroda, Claudia Nissen in Kahla und Karl Koch in Brotterode-Trusetal. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stehen für mehr Transparenz, für soziales Engagement und Bürgernähe. Wir haben uns im Grundsatz mit der SPD darauf verständigt, in der Stichwahl für unsere Kandidatinnen und Kandidaten zu werben. Diese stehen für die Sicherung von sozialen, kulturellen und sportlichen Einrichtungen sowie den Ausbau von Kita-Plätzen. Für einen Finanzausgleich, der die Kommunen wieder handlungsfähig macht. Für eine aktive Beschäftigungs- und Qualifizierungspolitik, für gute Arbeit und einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn und den aktiven Einsatz gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Nützen Sie die Chance, die Politik in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Landkreis beeinflussen zu können. Wählen Sie soziale Gerechtigkeit, wählen Sie Kandidatinnen und Kandidaten der Linken.